Also, Mario is missing, done right. Dankeschön, Samu, erstmal für die Bits. So. Das Wichtigste zuerst, Rache kommt, genau. Also, das ist im Prinzip für die Leute, die Mario is missing kennen. Es gab mal ein Spiel auf dem SNES, das grausam war. Es hieß Mario is missing und es war im Prinzip ein Educational-Spiel. Kniesi, einen wunderschönen guten Abend. Entschuldigung. Wo man dann durch die Gegend gerannt ist und dann musste man Quizfragen ausfüllen und so ein Kack. Also, Schulaufgaben in Form eines SNES-Spiels. Und deswegen hat sich irgendein findiger Hackersteller irgendwann mal gedacht, das können wir besser. Und das ist dann Mario is missing, done right. Oh no, Bowser set another cataclysmic trap. And Mario fell right into it. It's up to Luigi to save the day now. Hey, Wahnsinn. Wir sind Luigi. Mario ist gefangen. Dafür sind wir das. Also der Hack ist, das sage ich jetzt schon mal dazu. Dina. Moin Brudi, was geht ab? Ich bin jetzt Nike-Rapper. Ist Gina jetzt oder Hans? Gina, hab Dank. was geht ab? Ja, tighter Shit, Mann, tighter Shit. Und jede Menge Schweiß, würde ich mir sagen lassen. Also, das ist ja. Der ROM-Hack ist verhältnismäßig einfach. Aber ich dachte mir, weißt du, bevor ich bei jedem einzelnen ROM-Hack maßlos frustriere, fangen wir doch einfach mal klein an. Fangen wir mal klein an. Ich werde trotzdem wahrscheinlich. Also, wir haben einen Todescounter aktiv, das muss reichen. Als Argumente für diesen Hack. Das sieht nicht sonderlich hübsch aus. Also, wir wollen mal sehen, was so geht. Ich vermute mal, dass die ersten paar Welten, hoffe ich, jetzt nicht so die Probleme für mich da. Was ist das? Das ist ein Checkpoint. Heilige Scheiße. Also, das ist ein kleines bisschen einfacher als das, was wir zuletzt so gespielt haben. Aber wir werden sehen. Weißt du, vielleicht kann man sich hierüber dann so ein bisschen an ein paar Konventionen in ROM-Hacks etc. pp. Gewöhnen oder sowas in die Richtung. Das wäre schon mal fantastisch, dachte ich mir. Weißt du, so der Plan. In weiser Voraussicht hast du Hans dazu geschrieben. Stimmt nicht. Hat keiner gesehen. Erzähl doch nicht so einen Quatsch. Nein! Das habe ich jetzt davon. Das war Karma. Höchst verdient. Von den Endflaggen. Hey! Endflaggen sind nicht so der Knaller. Akisa, hey! Dankeschön für das Twitch Prime Sub. Und natürlich herzlich willkommen in der allseits beliebten und definitiv patentierten besten, tightesten, gottverdammten Community auf Twitch, der Kurz-Family. Und natürlich viel Spaß mit dem gottverdammten Kurz-Rage-Emoji. Der Beste. Der Beste der Welt. Dankeschön. Akisa-Hype-Hashtag. Hau raus. New Koopas on the Block. Ja, lass mal machen. Oh, das wäre toll. Sollen wir New Kids on the Block einfach hören? Ich wäre dafür. Kommt Twitch-Partnerschaft, sagst du? Oh ja. Selbstverständlich. Was soll da, was soll da schon im Weg sein? Abgesehen von meiner eigenen Unfähigkeit, irgendwas zu tun. Aber was weiß ich schon. Ah, hervorragend. Nein. Das ist ein toller Hintergrund. Wobei, sieht ein bisschen... Nee, keine Flitzekacke. Geh weg. Davon hatten wir in Mario Maker schon mehr als genug. Das war frustrierend und doof. Verschwinde. Out of my face, bitch. Kann schon mal einen Maulwurf beleidigen. Hat schon mal irgendwer einen Maulwurf beleidigt? So auf offener Straße. Schau mal vor, da kommt bestimmt die Polizei und sagt... Flankrus! Einen wunderschönen guten Abend. Das ist nicht Super Mario World? Grausam. Irgendein Cheat-Kram aktiv oder so ein Scheiß. Irgendwie, pass mal auf, das ist irgendwie irgendein. Tut so, als wäre es ein Hack, aber es ist einfach nur, weißt du, einfach nur. Hier, Infinite Lives und so ein Kram. Das ist das, was ich daraus mache. Das ist das, was ich kann. Ja? Alles andere überfordert mich selbstverständlich maßlos. Das war nicht sonderlich schwer. Rabadabadabadab. Ach, man kann sogar ein Ei. Oh, wie er sich freut. Der heilige Gott, verdammte Scheiße. Oh, was eine tolle Blume. Kann sogar ein Item speichern, unten rechts scheinbar. Ich weiß nicht, wie man das nutzt, aber wir machen ja No Death Run. Ich denke auch, ja. Das ist quasi das Training für Dark Souls. Ich glaube, ich habe Dark Souls jetzt. Nicht ganz, also zwei. Nicht ganz zur Hälfte durch, aber so. Wir kommen dann so in die Nähe davon. Langsam, aber sicher. Also ich will mich jetzt nicht zeitlich unter Druck setzen, aber ich vermute mal nächste oder Mitte übernächste Woche oder so werden wir damit wahrscheinlich anfangen. Easy! Schönen guten Abend. Ja, bitte, dreh mal die Heizung ab. Ich wäre dafür, absolut. Scheißteil. Danke für die Witznamen, Alter. Oh, der Alert war perfekt getimed zu mir im Ziel. Heilige Scheiße. Was denn? Das Krutschspiel? Ja, wenn da irgendwer... Also, Hio hat ja Andeutungen gemacht. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll, aber auf der anderen Seite weiß ich das meist nicht, wenn mir irgendwer irgendwas schenkt. wie cool wäre das bitte? Jetzt mal ohne Scheiße. Wie cool war das bitte? Mach mal, genau, mach mal, ey, Krutz, mach doch mal die Sonne zu, ey. Früher warst du immer, verstehst du? Weil ich früher mal cooler war. Wegen Kühle und so.
Verstehst du? Und das ist, eigentlich ist das lustig. Man muss ihn nur verstehen wollen. Die DLCs? Nein. Ich habe von den DLCs... Ist das in dem Dark Souls 2 DLC, wo man durch diese scheiße Winterkacke da durch muss? Falls ja, werde ich die DLCs definitiv nie spielen. Ich kann mich mal am Arsch lecken mit dem Scheiß. Das Spiel geht mir so schon genug auf die Eier. Das muss reichen. Für die 300 Euro mache ich Sonic 06 kaputt. Nein. Wir werden das verschenken. Mal gucken, an wen. Das Winterwunderland? Nope. Werde ich nicht spielen. Definitiv nicht. Ist mir scheißegal. Ich werde diesen DLC nie anfassen. Moment, ich war freundlicher zu Falke, oder was meinst du? Wieso? Du auch zu mir. Ich weiß noch genau... jetzt kommt die Anschuldigung. Ich weiß noch, der erste Kommentar von Falke, der hatte sogar so ein... Der hatte sogar so ein Emoji-Ding hier. Warte mal, ich muss das mal kurz... Stopp. Ja, warte mal, ich muss dir mal kurz... Ich glaube, der Emoji... Ich schreibe dir mal kurz in den Chat. Der erste Kommentar von Falke hatte diesen Emoji. Kannst du dir vorstellen? Oder sowas ähnliches zumindest. Irgendwie sowas in die Richtung. Kannst du dir vorstellen, dass Falke sowas gemacht hat? Wir waren mal richtig close. Nein, ich glaube, ich weiß, wem ich das gebe. Es hätten einige sicherlich verdient, aber auf der anderen Seite... Ich weiß, dass einige das nur haben wollen, um es tatsächlich kaputt zu machen. Und das fände ich dann irgendwie auch blöd, weil das kann ich auch selbst machen. Mal gucken. Penis. Werfen wir das einfach mal so in den Raum. Das war der Emoji in Falkes ersten Kommentar. Ein Glied. Und dann kamen Falke-Fakten. Und fortan waren wir unzertrennlich. Ja, Fabrizio weiß ich zum Beispiel. Fabrizio ist ein... Shit. Ey! Fabrizio ist einer von zwei, die ich da in Betracht ziehe, ja. Wahrscheinlich werde ich das... Dafür, Henny hat mir einfach gestern Octopath Traveler geschenkt. Allerdings in irgendeiner komischen Special Edition sogar noch. Heilige Scheiße, einfach so. Ich denke, dass er das dann im Tausch bekommt. So ist der Plan, stand jetzt. Welches Wort? Penis? Jetzt Penis in den Raum. Dankeschön! Warte mal. Ray sorgt für Unterhaltung. Lassen den Penis mal so im Raum stehen. Ja klar. Wir brauchen riesengroße, aufblasbare Gummipenisse. Das ist das, was wir brauchen. Was ich dann damit machen würde, weiß ich auch nicht. Aber Pille, Mann. Ja, wenn ein Vogel ein Superheld wäre, dann hieß der, glaube ich, Pipi-Mann, ne? Piep. Was ist denn das für ein Scheißloch? Apropos. Ich hätte definitiv die letzten zwei Monate mehr Geschenke und Donation als in zwei Jahren, definitiv, ja klar. Um Längen. Ich habe in den 2,5 Jahren auf YouTube, habe ich... Also ich hatte am Ende dann zwei Patreons, davon war einer Samu übrigens schon. Und dazu hat mir Phoenix damals mal irgendwie... kleineren Betrag gegeben. Also Kreuz und Falkes Glied, ich bin im falschen Stream, oder doch nicht. Hans steht auf Hänschen. Yes! Easy! Haben Dank. Definitiv der... Was war das denn? Das war eine geile Pose. Pose. Definitiv der richtige Stream. Definitiv. Dankeschön, Mann. Dingens. Also es waren Samu und Dingenskirchen. Phoenix, der feine Herr. Ja, damals, das war lustig, der wollte damals unbedingt, dass ich Dark Souls spiele, hat mir dafür Geld gegeben. Und damals konnte ich das dann noch nicht spielen, weil ich keine Zeit und keine Ruhe dazu hatte. Jetzt spiele ich dieses Phönix weg. Ja, so spielt der Leben manchmal. Eine Gummipenisschlacht? Oh ja, sehr gerne. Ja, Phönix war eines Tages einfach weg. Ich habe so Vermutungen, warum, aber das werde ich jetzt nicht äußern. Wir lassen das mal einfach so im Raum stehen. Aber zumindest, weißt du, ich rechne das Menschen hoch an, wenn sie keine Show draus machen, wenn sie einfach abhauen. Wenn sie gehen wollen, sondern einfach gehen. Kommt ja vor, keine Ahnung. Es passiert ja dann mal was irgendwem dann nicht gefällt und dann kann man ja nun mal gehen. Das kenne ich ja auch. Keine Ahnung. Auch schon diverse YouTube-Kanäle und Twitch-Kanäle aufgehört zu schauen, weil mir irgendwas mal irgendwann nicht gepasst hat oder weil ich, keine Ahnung, wenn man sich dann in eine andere Richtung entwickelt, was auch immer, keine Ahnung. Also das rechne ich ihm auch an, dass er da keine Show draus gemacht hat, sondern einfach eines Tages weg war. So, ich gehe, Penner. Das wäre mir auch noch lieber als das...
Manche Leute gehen dann daher und sagen, ja, hallo, ich unfollow jetzt. Bitte weine. Nee, ohne Scheiß. Was soll ich machen? Soll ich jetzt deswegen aufhören zu streamen für den Rest meines Lebens? Kann ich hier durch? Geht das wieder weg? Weißt du, ist natürlich logischerweise ist schade, wenn manche Leute gehen, das ist doch vollkommen klar, aber keine Ahnung, das bricht mir einfach nicht das Herz. Ja, früher war ich mal cool, D-Abo. Wenn die Leute wüssten, was du dafür zahlst, dass ich Mario Maker spiele, das stimmt, ja. Dankeschön, Easy. Samu entwickelt sich weiter. Aus Samumumju wurde Samumumju2. Dankeschön, Samu, und Dankeschön, Easy. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Muss ich da rein? Nee. Welchen Game Design technischen Hinweis habe ich jetzt wieder nicht verstanden? Wo ist. Die langsamste One-Up-Farm, in der Tat, ja. Ja, genau, eigentlich mag mich keiner. Die Leute gucken alle nur aus Mitleid. Das stimmt, den Eindruck habe ich schon länger. Und natürlich, um mich leiden zu sehen. In solchen Sachen wie Sonic 06. Nachdem ich Sonic 06 gestern bin, es waren auch direkt irgendwie 7 Follower weg, ich weiß auch nicht warum. Nein. Raumfrag, echt? Ja. Ich musste eine bestimmte Anzahl Münzen einsammeln. Ey, was zur gottverdammten Hölle denn? Stimmt, Gina hat das Level gar nicht gesehen. Total traurig eigentlich, ne? Musst du mal ein kleines bisschen nachgucken, Gina, in dem Wort. Vielleicht suche ich dir die Stelle nach dem Ström mal raus, wenn mich jemand dran erinnert. Easy, danke für die Bits. Und da war in dem Level, das Easy gebaut hat für uns beide, war auch die offizielle alten Wemser-Tür. Oh, Mario Land 2 Musik. Da 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 ta da ta ra da ta ta. Param pa ta pam pa da ram pa ta pam pa ram pam pa da pam. Achso, falsche Strophe, ist egal. Schule pa, genau, wer braucht das schon? Mach's wie Falke, zieh einen kurzen Rock an, fertig. Ich meine, für Falke Stelle bei McDonald's hat gereicht. Mario Land 2 ist das erste mit Wario, ja. War toll. Jeder darf mal. Falkes Vagina ist eine öffentliche Institution. Also wenn jetzt irgendwer hier im Stream ist, der nicht weiß, worüber wer Falke ist und warum ich gerade so über Falke rede, das ist wahrscheinlich ja, true auch. War schön, dich hier gehabt zu haben, Fremder. Tampa, 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 tam. Ja, die Wemser-Tür war fantastisch. Oder war da noch eine andere Tür? Dann zeige ich es raus. Twitch-Report. Ey, Krutz, ja. Übertreib man nicht, ja. Du bist voll im Übertreiben, ja. Du hast immer witzige Witze gemacht, ja. Heute machst du immer nur noch Sachen, die gehen voll unter die Gürtellinie. Voll doof, ja. Ja, ich bin alt. Mit der Geflügelschere. Oh Gott, ich werde da nicht weiter drüber nachdenken. Wenn ich entscheiden müsste, Fortnite oder Rocket League? Keine Ahnung. Eine gute Frage. Wahrscheinlich Rocket League. Dass die einzigen beiden Spiele auf der Welt wären. Es wäre ja dann auch taktisch, wäre das ja klug, weißt du? Weil alle anderen spielen ja eh Fortnite. Da muss ich setze mich dann glorreich ab und sage, ha! Strategische Entscheidung. Wir spielen das, was alle anderen nicht spielen. Und spielen dann einfach Rocket League. Klug, oder? Linihöhe. Yes! Arm ab oder taub? Ich sag mal so.
wenn ich einen Arm ab hätte, könnte ich das hier schon mal nicht mehr machen. Das würde einigen wahrscheinlich einen Gefallen tun. Aber man, taub könnte ich theoretisch noch weitermachen. Das wäre schwer. Kann man noch... Wobei, wenn man taub ist, kann man dann reden? Oder ist man automatisch immer direkt taubstumm? Ich habe keine gottverdammte Ahnung. Ich stand wieder nicht richtig auf der Tür. Boom, boom! Ja! Die, Bitch! Das Einzige, was wir tun. Also ich glaube, ich würde... Also unabhängig jetzt mal von dem ganzen Kram hier, ich würde wahrscheinlich eher darauf verzichten können, einen Arm zu haben, als... Ich meine, ich könnte keine Musik mehr hören, ich könnte mich nicht mehr unterhalten, gar nichts. Also abgesehen von Zeichensprache. Nee, ich glaube, ich würde lieber auf meinen Arm verzichten, als auf mein Gehör. Wenn ich jetzt denken würde, Bein oder Arm ab? Bein. Aus der Hüfte geschossen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe eh keine Beine, also das wäre dann, also ich meine... Die Entscheidung ist bei mir eh längst gefallen. Cocktail? Was denn für einen? Was gibt's denn? Dein Standard, dein Stammcocktail? Wodka mit Eis? Und ein Schüsschen. Ein Tröpfchen. Ein Fitzelchen. Nein, ein Fitzelchen. Ein Fitzelchen Limette. Habe ich mir gemerkt. Das ist aber sehr, sehr spät gespawnt. Ja, oder so ein Scooter direkt. Oder wir machen einfach direkt dann einen auf Comic-Bösewicht und ich werde dann wie Krang aus Turtles. Ein Hirn in einem Körper-Roboter-Ding. Ist so geil. Man nennt mich ja nicht umsonst The Brain. Dadurch, dass ich ja auch der Messias der Romic-Szene bin. Ich meine, das ist ja eigentlich nur Folge-Ding. Nie wieder streamen oder nie wieder Falke küssen? Nie wieder Falke küssen. Danke Easy und danke Sabo für die Bits. Ich finde das Spiel auch sehr hübsch, ja. Jim mit Eis. Yes! Oh, hi. Hinfort. Ich dachte, da kann ich herlaufen. Ich dachte, das wäre hier in der Serviceleistung inbegriffen. Aber der Service ist wohl nicht so toll im Hause. Aha. Ist okay. Komme ich mit klar. Stimmt, Zelda-Musik. Ich hätte darüber nachgedacht. Ich achte sowieso viel zu selten auf Musik. Was mutmaßlich daran liegt, dass ich deutlich so viel laber. Aber das macht gar nichts. So lustig. Wenn ich zu viel rede, schreien dann die Leute rum. Mal 5 Minuten die Fresse zu. Wenn ich dann mal 5 Minuten die Fresse zu habe, sind wir jetzt so ruhig. Genau so läuft's. Exakt so. Kann ich... Irgendjemand? Oh ja. Tight. Kann ich das mitnehmen? Aha! Yes! Werde ich bestimmt brauchen für den Trick of Doom, wie zum Beispiel... Aha! Stimmt, zu viel reden heißt natürlich besoffen, ja. Weil ich da natürlich sehr viel mehr geredet habe. Falke weiß das. Ich pro, yes! Wie oft bin ich wieder gestorben? Zweimal? Dreimal? Irgendwie sowas um den Dreh? Doch jetzt kommt das Schloss auf Doom. Dauersoff. Natürlich. 3, okay. Das geht ja noch. Es hätte schlimmer kommen können. Wie wir aus diversen anderen Hacks bereits wissen. Plötzlich blaue Koopa-Troopers, die, wenn sie sterben, aber mal den größten Abgang überhaupt feiern. Was war das denn jetzt? Warum hat der keinen Abgang bekommen? Kann ich hier Spinjumpen drauf? Kann ich, okay. Man muss ja manchmal aussehen. Manchmal sind ja Sachen plötzlich anders. Das verstehe ich dann meistens nicht. Rege mich willkürlich drüber auf. Lerne es nie. Versuche es trotzdem so zu machen, wie ich es eigentlich gewöhnt bin. Und ärgere mich darüber, dass ich trotzdem scheitere. Bis ich es dann doch irgendwann kapiere, es dann anders mache und dann aber keine Lust mehr habe und dann wütend den Controller durch die Gegend werfe. Das ist die Story of my life. Wen darf ich töten? Ach, keinen. Ich dachte, ich darf jemanden töten. Ich scheitere nie. Höchstens am Haufen. Wegen Scheiterhaufen, hallo. Übrigens, wahrscheinlich irgendwann mal Schildkröten. Wie cool ist das denn bitte? Schildkröten im Garten. Kannst du dir vorstellen? Perfekte Koopa-Troopers. Die trupen dann quasi durch den Garten und sagen, so! Eindringling. So weit und keinen Schritt näher. Sagt der Eindringling. Wollte doch nur die Post bringen.
Schildkröte ist mir wahrscheinlich egal, verpiss dich, Arschloch. Und dann stirbt der Postbote. Wir sagen, dass in diesem Bilde sehr, sehr viele Stellen, dass Postbote frei werden. Also falls jemand noch einen Job sucht oder so, das wäre dann jetzt noch eine Möglichkeit. Also das... Aber ich will ja auch nichts spoilern. Tightester Metal Shit, Mann. Tightester fucking Metal Shit. War recht laut, oder? Wieso ist er denn immun gegen Feuer? Ich wollte dich mit Feuer töten. Du sollst in der Hölle... Tschüss. Du sollst in der Hölle brennen. Deine einzige Reaktion. Rabadababadababababababa. Alter. So. Alles grausam. Ist der Hund angebunden, genau, ja. Remix war toll. Ich wünschte manchmal, wäre das ganz cool, wenn Romex, dazu schreiben würden, oder überhaupt, Romex wahrscheinlich größtenteils, dazu schreiben, wo das Spiel herkäme, beziehungsweise wo die Musik herkäme. Aber gut, auf der anderen Seite kannst du auch schlecht in einem Rom-Hack einen Link einbinden. Man kann es ja zumindest mal probieren, oder? Meine Fresse. Machen wir Samu. Und dann berichte über das Ergebnis. Wobei der heute war sehr, sehr freundlich und überhaupt erstmal anwesend und hat mir mein Paket gebracht. Da bin ich ja mittlerweile schon also oft genug mit zufrieden. Das muss man dann nehmen. Vollkommen in Ordnung. Das ist lustig. Wir haben hier eine Hausnummer. Es kommt jetzt überraschend. Wir haben hier eine Hausnummer. Und es ist ja immer so, dass die Geraden auf einer Seite, oder meist so, dass die Geraden auf einer Seite und die Ungeraden auf der anderen Straßenseite sind. Und der freundliche Herr DHL-Mensch fragte mich dann, ja, wissen Sie denn, wo hier die nächste Hausnummer ist? Ich habe keine gottverdammte Ahnung. Weil das Haus hier nebenan hat eine ungerade und wir haben eine gerade Hausnummer. Ich finde das total komisch. Das nächste Haus hier nebenan hat eine ungerade Hausnummer, aber die eine Hausnummer dazwischen fehlt einfach. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich wohne hier seit 3,5 Jahren, ich konnte den Postbote nicht beantworten, wo diese Hausnummer ist. Ich habe keine gottverdammte Ahnung. Wir sollten vielleicht mal einen Exkurs machen. Oh ne, da ist dieser komische Deep-Penner aus New Super Mario Bros. Den will ich nicht haben. Ja, da ist was Wahres dran, easy. Oh, also ich sag mal so, die UPS-Wagen haben ja nicht mal, haben ja zumindest keine Türen, also die sind dann zumindest auf. Ist ja quasi auch was. Brauchst du keine Klimaanlage mehr, passt. Ich wollte zum ersten Mal draußen, ja. Julian, grüß dich, schönen guten Abend. In einen Postwagen einbrechen. Ja, es kommt drauf an, was drin ist. Dahinter hat er irgendwie so ein 100er Paket Sonic O 6 oder so ein Scheiß dabei. Dann lass mal lieber. Dann lass mal lieber. Manchmal gehe ich raus, ja, aber nur um Pakete anzunehmen. Manchmal muss ich hier. Einmal war ich auch schon einkaufen. Castlevania! Das ist aber unscheiße. Ich glaube, Castlevania ist... Vielleicht neben Mega Man, aber wahrscheinlich einsame Spitze alleine für... Ich glaube, Castlevania hat mit Abstand meine Lieblings-Soundtracks. Und Castlevania-Musik ist göttlich, ohne Scheiß. So gut, so gut. Wer hunderte Pakete bestellt, das wissen wir doch wohl alle. Diverse Peiniger, oder etwa nicht? Hier, ich habe ein Geschenk für dich. Ein riesengroßer Karton voller Sonic 06-Spiele. Hurra! Oder die Regierung, um irgendwen zu foltern, was weiß ich. Spoiler, Berlin ist im Ruhrgebiet. Stimmt, die haben keine Klimaanlage, aber eine braune Lackierung. Ja, stimmt. Wohl wahr. Na, weiß nicht. Den Job haben sie sich ja selbst ausgesucht. Also. Ich glaube, wenn ich mich beschwere, dann ich jetzt unterscheiden werfe am Sitz im Hochsommer. Dann habe ich mir halt ausgesucht, dass ich das mache. Kann ich mich nicht drüber beschweren. Also kann ich schon, aber es ist dämlich. Dankeschön, easy. Ah, jetzt. Die Musik war so leise. Es war so Bass. Ich höre keinen Bass, weil mein
wenn die Proppy sämtliche Töne im Prinzip in sich einschlingt, ja, alles auffrisst vor lauter Wut und Gedeih und Verderb, Neid und Missgunst und den ganzen anderen Scheiß, den Lothar Matthäus immer in jeder anderen Fußballmannschaft außer Bayern München sieht. Klingt auch fantastisch. Der Soundtrack ist fantastisch. Das wäre eine tolle Verlosung. 100 mal Sonic 06? Ja. Ich glaube, irgendwann käme dann schon auch mal die Polizei darauf, dass ich hier versuche, Leute zu verletzen. Also das muss nicht. Plötzlich Fußball. Ab und zu muss das halt mal sein. So ein bisschen, weißt du, man muss ja manchmal auch die Themen etwas durchdingsen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit irgendwie nur pöbeln und über Penisse reden. Das ist ja einfach nicht möglich. Stattdessen rede ich halt über Bälle. Jetzt renn doch auch noch mitten rein, du Tölpel. So. Aber davon ab habe ich gerade Flashbacks zu Jump mit diesen dämlichen Boomerang Bros. Hau ab. Will halt nicht. Nie wieder. Boomerang Bros sind meine Erzfeinde in... Ist das Gegenteil von Erzfeind eigentlich Herzfeind? Drängendarki, hey, schönen guten Abend. Mein Venti-Poppy heißt übrigens auch Gale, nur mal so am Rande. Wegen Gale schluckt! Warum versaut mir meinen Witz? Das war sehr witzig. Hallo, warum liegst du überhaupt auf der Couch? Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Was ist mit 2000? Ha! Das ist aber jetzt ein ganz schöner Jumpscare gewesen. Das kann ich jetzt aber so nicht akzeptieren. Die Bälle unten bei Männern, auch die. Was ist denn ein Teufelstab? Ach so, apropos Outlast, wo ich das gerade sehe. Wir werden bei dem nächsten Mario Kart Stream 2 Steamcodes für Outlast verlosen. Dank Max. Er hatte die noch über. Also, danke Max. Falls da irgendwie Interesse dran hat, muss er allerdings dazu sagen, der darf natürlich dann nur dran teilnehmen, wenn man 18 Jahre alt ist. Ansonsten geht er natürlich nicht. Easy möchte dich gerne an die Beke tippen. Ja, das Einzige, was kommt, ist... Oh, hallo? Du wurdest an die Beke getittet. Getitten. Was? Auf jetzt. Das ist ein toller Soundtrack. Hey. Oh, die Level werden länger. Ebenso wie die Nächte. Was mit deinem Vater? Samus Vater. Willst du haben, Samus? Hast du gerade Outlast? Rampa tappa tappa. War ja damals dann auch so, wenn man an diesen komischen Call-In-Shows... Früher gab es ja Call-In-Shows. Mittlerweile gibt es ja... Gibt es noch Call-In-Shows? Wahrscheinlich. Und wenn man dann keine 18 war, dann musste man seine Mama oder seinen Papa ans Telefon holen. Das war toll. Da war dann der kleine Fritz. Ficken Sie sich doch jetzt mal! Da war dann der kleine Fritz. Hat gesagt, hallo, ich würde gerne Super Mario oder Hugo spielen oder so ein Scheiß. Aber dann hat die Kai Tim oder wie auch immer die Tante da hieß, die hat dann gesagt, wie hieß die nochmal? Pantau? Ach, was weiß ich. Maulin? Wie auch immer. Die hat dann gesagt, aber kleiner Fritz, da muss aber jetzt dann dein Papasel kommen. Und da hat der kleine Fritz sein Papasel geholt. Da hat der Papa vom kleinen Fritz gesagt, hallo, ich bin der Papasel vom kleinen Fritz. Der kleine Fritz möchte gerne ein Spiel spielen. Und da hat die Pantau gesagt, geile Scheiße, ich zieh mich aus. Zack, hatte der kleine Fritz einen Bruder. Hugo gespielt hat keiner. Aber dafür die Pantau mit dem Hugo vom kleinen Fritz. Aber nee, das geht's nicht. Das ist jetzt Quatsch. Ach Teufel, der Audioersteller. Okay, verstehe. Hab Dank, easy. Ja, so war das damals. Ja, genau, Hugo am Telefon mit den Tasten, ja. Das war der absolute Wahnsinn. Ich muss mal irgendwann spielen wir mal Hugo. Allerdings so für 3 Minuten, dann sonst bin ich müde.